Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei uns aus dem Kompetenzzentrum Industrie 4.0 an der Hochschule Osnabrück. Diesmal soll es um das Thema Schrauben gehen und ganz konkret darum, dass wir hier eine Low-Cost-Schraubzelle realisiert haben. Also eine Schraubzelle, wir werden dort einen Roboter einsetzen, aber eben, wo wir dort bewusst darauf geachtet haben, dass die Kosten nicht in die Höhe getrieben werden. Wir werden gleich sehen, dass dieses Werkzeug genutzt wird. Dieses Werkzeug ist Standard-Schraubbit mit Bithalter und hier vorne an dieser Seite wird also der Roboter angeflanscht. Und der Roboter kann jetzt eben als Besonderheit seine letzte Achse, die sechste Achse, unendlich drehen. Das ist durchaus ungewöhnlich, das kann nicht jeder Roboter. Wir können diese unendliche Drehbewegung dafür nutzen, die Schraube eben hereinzudrehen. Der Schrauber wird sich gleich an einem Automaten entsprechend der Schrauben bedienen. Auch dieser Vereinzelungsvorgang ist damit automatisiert. Und dann wird gleich die Schraube gesetzt, das werden wir gleich sehen. Was verschrauben wir gleich? Wir nutzen diese Schraubdomplatten, also Kunststoffplatten, auf denen hier sechs von diesen Schraubdomen angebracht sind. Diese Schraubdome haben alle leicht unterschiedliche Durchmesser in den Bohrungen hier oben drin. Heißt also, wenn die Schraube dann gleich hier oben eingedreht wird, dann wird man auch sehen, dass der Roboter dafür unterschiedlich starke Kraft aus dem Moment aufbringen muss. Was werden wir gleich verschrauben? Wir haben es uns einfach gemacht. Wir haben diese 3D-Druckelemente genommen, haben die hier oben aufgesetzt. Na komm, oben aufgesetzt und diese Elemente werden dann also vom Roboter mit den einzelnen Schrauben verschraubt. Natürlich hat der Roboter auch die Möglichkeit, die Momente, die er dafür braucht, aufzunehmen. Das wird entsprechend mitgelockt und mitgeschrieben, sodass man also auch dort sowas wie eine interne Qualitätssicherung hinterher hat, mit welcher Kraftmoment also die Schraube dann angedreht wurde. So, das Ganze schauen wir uns jetzt mal im Realvideo an. Ja, der Roboter entnimmt nacheinander die Schrauben aus dem Vereinzelungsautomat, schraubt sie dann hier hinein. Das ist jetzt gerade die Schraube Nummer 1. Jetzt nimmt er sich gerade die zweite Schraube. Das ist ein immer wiederkehrender Vorgang. Was man auch sehen kann, ist eben auf der linken Seite, auf dem Laptop, zwei Kurvenverläufe. Man sieht einmal die rote Kurve. Das ist der Verlauf, wie weit denn der Schrauber vorne entsprechend gedreht wird, und wir haben eine blaue Kurve, das ist die Momentenkurve, also wie über den Zeitverlauf der Roboter mit immer mehr Moment entsprechend die Schraube auch festzieht. So, jetzt ist es gleich dabei, dass er hier die letzte Schraube hineindreht und wir sehen jetzt gleich, dass er bei ungefähr 50 Sekunden die Sequenz beendet. Heißt also, wir haben 6 Schrauben in 50 Sekunden hineingedreht, pro Schraube also 8,3 Sekunden. Die gezeigte Schraubzelle mit den Auswertemöglichkeiten, eben wie gerade dargestellt, wurde hier bei uns an der Hochschule von einem studentischen Team realisiert. Schauen wir uns noch einmal im Detail die Verläufe an, die wir gerade im Video, wie sie aufgezeichnet wurden, auch gesehen haben. Das können wir hier nochmal sehen. Wir haben hier nochmal für unsere 6 Schrauben, die wir eingesetzt haben, entsprechend die Momentenverläufe und auch die Anzahl der Drehungen, die Verläufe. Fangen wir mal an, gucken wir uns zunächst einmal die blauen Kurven an. Wir sehen, dass wir hier 6-mal diese blaue Kurve haben. Oben am Ende der blauen Kurve sind immer kleine Zahlen zu sehen. Ganz links auf der Seite zum Beispiel 3,9. Das ist genau der Durchmesser der kleinen Bohrung, die in dem Schraubdom schon eingebracht war. Daneben 3,6 mm, also eine etwas kleinere Bohrung. Wenn man sich diese beiden blauen Kurven nebeneinander mal anschaut, sieht man schon, dass also bei der 3,9 mm Bohrung eine wesentlich flachere Kurve existiert. Und dann am Ende einmal so ein Peak dabei ist. Das ist nicht schlichtweg klar. Die Schraube in der 3,9 mm Bohrung wird schlichtweg einfacher eingedreht und dann erst zum Ende, im letzten Moment, muss wirklich Moment aufgebracht werden, um sie festzuziehen. Das ist bei der 3,6 mm Bohrung natürlich anders. Da muss permanent über die ganze Zeit mit wesentlich mehr Moment gearbeitet werden. Die roten Kurven zeigen den Verlauf der Schraubbit-Umdrehungen. Das ist nahezu überall gleich. Wir brauchten immer 4 Umdrehungen des Roboters, damit die Schraube komplett hineingedreht wurde. Das Diagramm, wie wir es hier sehen, kann so 1:1 auch dafür verwendet werden, dass man im Sinne einer Qualitätssicherung, Qualitätskontrolle natürlich den einzelnen Schraubvorgang wirklich prüfen kann, um sicherzustellen, dass die Schraube nachhaltig wirklich auch fest eingedreht wurde. Wir haben also gesehen, dass der Roboter nicht nur die Schraube hineindreht oder die Schraube hineindreht, sondern eben auch dabei den Schraubvorgang überprüfen kann, eben dass das Moment, die Kraft, die erforderlich ist, entsprechend aufnehmen kann. Weiterhin haben wir gesehen, dass wir auf klassische Schutzeinhausungen völlig verzichten können, weil wir hier unseren Roboter als MRK-Roboter eben einsatzfähig für Mensch-Roboter-Kollaboration eingesetzt haben. Das Ganze mit minimalen Kosten. Das Einzige, was an Kosten wirklich auffällt, das ist, dass wir unseren Roboter brauchen, der UR3E. Können wir so in Größenordnung mit 25.000 Euro einmal ansetzen. Das ist das, was hier echt an Kosten aufgetreten ist. Ja, ich hoffe, dass Ihnen das gefallen hat, was Sie gesehen hat, und hoffe, dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es ein weiteres Video vom Kompetenzzentrum Industrie 4.0 gibt. Ciao.